Wir kommen jetzt zu den Punkten 7 bis 13 der Tagesordnung, über welchen wir... Und bei den Tagesordnungspunkten 7 bis 13 geht es um ein Bundesgesetz zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping. Mit dem vorliegenden Gesetz werden die derzeit geltenden Regeln in diesem Bereich verschärft. Kernpunkt ist die Einführung einer Haftung im Baubereich. Auftraggeber sollen künftig für Lohnansprüche von Arbeitnehmern haften, die im Ausland tätig sind. Zudem wird mit dem vorliegenden Gesetz festgeschrieben, dass das österreichische Arbeitsrecht bis hin zu den Kollektivverträgen auch für nach Österreich entsandte Mitarbeiter ausländischer Firmen gilt. Damit Verwaltungsstrafverfahren wegen Unterentlohnung und ähnlicher Vergehen gegen ausländische Unternehmen beschleunigt werden, ist ein elektronisches Behördensystem vorgesehen, das in der ganzen EU genutzt werden kann.